Wir sind zurück bei SL Ready Evo und das ist jetzt schon die 5. Aufnahme und ich weiß nicht, was los ist. Entweder spinnt mein Programm oder ich kann es nicht hinkriegen, richtig zu fahren. Egal. So. Ja, in letzter Zeit ist ein bisschen was ausgefallen. Keine Sorge, wird jetzt wieder regelmäßiger. Ich habe nämlich extra die Zeit. Sowas ist das hier. Wettbewerb verlassen, definitiv. Interessant, dass er das mir jetzt anzeigt. Hat er mir die ganze Zeit vorher nicht angezeigt. Naja, so haben wir nochmal ein bisschen Ladebildschirm, kann man ein bisschen mehr quatschen. So, wir sind immer noch bei der Frontantrieb-Pro-Meisterschaft im Elsass unterwegs. Und wie ihr seht, wir können leider uns noch nichts anderes leisten mit 71.000. 100.000 ist das Minimum, was wir haben müssen, um uns irgendeine Rostschleuder zu kaufen. Ist ein bisschen arm. So, und ich quatsche das hier einfach mal in den Ladebildschirm rein. Was war los? Warum ist schon wieder eine Folge ausgefallen? Oder warum sind mehrere Folgen ausgefallen? Nun ja, Zeit. Zeit ist momentan das, was ich nicht habe. Und ja, ich dachte mir, ich mache erstmal die anderen Let's Plays weiter. Dann ist mir jetzt auch noch Far Cry damit reingekommen, wo es sich übel suchte. Ich weiß, das ist keine Ausrede für die Leute, die gerne jetzt hier das Spiel sehen und vor allen Dingen lieber Rallye-Sport sehen wollen, als Neandertaler beim Arschpopeln zu betrachten. Gebe ich euch komplett recht, will ich auch nicht. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, wie wir es machen. Ich werde für euch erstmal eine Aufnahmesession machen. Das heißt erstmal wieder 7 volle Tage SL Rally Evo für euch. So. Ich hoffe aber allerdings, dass es jetzt besser wird. Denn ich hatte das Problem, dass ich die ganze Zeit den Straßenkontakt verloren habe. Und trotz selbstgemachten Stotterbremsen, ABS ist ja aus, haben wir eine Option ausgestellt auf Semi-Pro, ist es mir nicht möglich, diese Karre über den Asphalt zu fetzen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Eigentlich ist es ja... Eigentlich ist ja der Suzuki Swift eigentlich eine super Sache. Leider ist es ja die Frontantriebversion und nicht die 4x4-Variante. Aber darüber wollen wir mal hinwegsehen. So. Und vor allen Dingen muss ich jetzt mal wissen, warum ich hier die Karre nicht rumkriege. Das wundert mich am meisten. So. Ich muss auf jeden Fall auf dieser Strecke weitaus mehr mit der Handbremse arbeiten. Ist natürlich jetzt blöd, dass natürlich auch schon wieder die Scheibe dreckig ist. Das seht ihr weniger, aber das gehört mal dazu. Ich hätte mir das Problem ja auch nicht. So, könnt ihr Scheinwischer machen und zerstört. So. Boah, hier siehst du, ich hau da auch einfach gegen, weil er mir sagt, da ist angeblich eine Alpha-Wand. Ich hasse das, Mann. Heute ist nicht mein Tag, heute ist echt nicht mein Tag. So, einzig gut ist, dass ich heute schon ein bisschen Drive Club, Drive Club Bikes. Ja, die beiden für euch aufnehmen. Das reicht mir. Wenn ihr mir heute noch spät in der... Ah, daran wird es vielleicht liegen, dass es die ganze Zeit nicht knapp wird. Mir ist aber sein. Es ist spät. Ich sehe gerade, es ist 11 Uhr. Ah, schön. In 7 Stunden muss ich wieder raus. Wenn ich jetzt für euch aufnehme, werde ich mich wahrscheinlich erst um 1 hinlegen. Sehr schön. Bin ich gar später. So, wir sind 6. Ich hätte mich auch schlechter eingeschätzt. Aber eins braucht das Spiel definitiv. Einen neuen Schwierigkeitsgrad. Schwer ist okay. Aber ich hätte es gerne auf sehr schwer und dieser realistische Schwierigkeitsgrad, der nervt mich doch schon tierisch ab. Der ist einfach zu realistisch. Also die Gegner haben da so welche Power-Sachen, als wenn ich wirklich gegen die echten Fahrer hier fahre. Weil es sind ja auch echte Fahrer hier mit dabei in den Namen, gegen die wir fahren. Und das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, so, okay, das ist wirklich zu krass. Ja, ich mach Stotterbremse. Er will einfach nicht. Zieh doch die scheiß Karre rum. Was ist denn hier los? Als wenn der hier, als wenn die blöde Mistkarre ein Eigenleben hätte. So. Und vor allen Dingen ist das hier niemals eine orangene 2. So, hier wird die Straße enger. So, aber genug der Rumgeheule, Pussy-Action, Sand in der Vagina oder einfach nur Hawk-Style. Hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt irgendwie mal rumkommen. So, erstmal eine lange Zone im Powerslide. Aber auf jeden Fall kein Drift. Hat uns eine Menge Zeit gekostet, aber ich hoffe, wir können irgendwie den 6. Platz halten bis zum nächsten Checkpoint. Vielleicht werden wir sogar schlechter, ich weiß nicht. Ich weiß auch gerade nicht, was los ist, Alter. Irgendwie ist es gerade Arbeit anstatt Spaß, ich weiß auch nicht. So, sieht aber soweit ganz gut aus. Nächster Checkpoint ist nah. 3,5 Kilometer haben wir schon hinter uns. Von den 10,1 Kilometern. Das wird heute nur ein Rennen. Das meine ich, warum? 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 Handbremse ist... Ich massiere die Handbremse. Und ich mache Stotterbremsen. Warum? Lass mich doch rum, Junge. Ich verstehe es nicht, Mann. Der untersteuert so dermaßen auf einmal. Bei Nassen. Mann, das ist Front. Hallo, das ist Frontantrieb. Das ist super bei Nassen. Bei Nassen Asphalt. Ich verstehe den Mist nicht. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Wir sind auf jeden Fall rot. Das heißt, die Zeit ist auf jeden Fall nicht gut.
Ist keine persönliche Bestleistung. Wahrscheinlich sind wir im Elfer schon mal irgendwie besser gefahren. Ich weiß auch nicht. Hier, guck mal. Ich habe nur einmal gebremst. Ich habe die Bremse nur einmal kurz angetitscht. Dass ich ein bisschen runterkomme und in Schlingern komme. Nein. Er will geradeaus. Das ist doch völliger Quatsch. Wie viel muss ich denn hier mit der Handbremse arbeiten? Das ist so. Also der Swift ist so gar nicht gut. Das Event Car ist weitaus besser. Diese Standard gelbe Helix-Kacke hier, die kannst du vergessen. Das ist ein scheiß Auto. Oh, guck mal, da war ein amerikanisches Auto. Wir fahren im Elsass und da steht ein Ami-Wagen. Finde ich gut. Wie kommt der da hin? Hm, wohl ein Sammler. Vielleicht der einzige amerikanische Wagen, der da hier im Elsass rumfährt. So. Alles klar, haben wir. Ja, das war mein Fehler. Das war diesmal mein Fehler. Ja, da war eine Kuppe und ich, Idiot, gebe auch noch Vollgas. So. Problem ist allerdings, da wir auf schwer fahren, muss ich ja natürlich auch ein bisschen was riskieren. Sonst haben wir da echt ein Problem. Ich hoffe, die nächsten Folgen werden besser. Ich glaube, ich mache vielleicht mal eine kleine Aufnahmepause. Wenn wir mal einen Kaffee machen. Mir mal zweimal selber ins Gesicht treten oder so, damit ich wach werde. Dann ist der Tag aber schon fertig. Vielleicht bin ich aber zu müde. So. Oh, hier. Oh, das ist doch keine 2, Alter. Das ist doch eine 1. So, wir sind Dritter. Sehr gut. Hab ich gut nach vorne gearbeitet. Weil mir irgendwie das schaffe hier mit meinem schlechten Fahren. So, irgendwas Achtung. Okay, wir können langsam durch und da kommt gleich wieder eine harte Linkskurve. Alter, hier, das kannst du vergessen. Also, ich habe euch zwar versprochen, wir werden die Rewinds runter machen, aber das werde ich definitiv nochmal nach hinten, also die Aktion werde ich definitiv nochmal nach hinten verschieben. Weil, wenn ich hier sowas erlebe, ich würde mich in den Arsch beißen, wenn ich die ganze Zeit den ersten mache und dann gehen mir die Rewinds aus, weil ich sie auf 3 oder auf 5 gestellt habe und kurz vorm Ziel, Alter, so ein Verbremser vom Auto. Nee. Also das Eventcar hat weitaus bessere Bremsen. Da ist die Bremsbalance ist weitaus besser verteilt. Das heißt, wir müssten mal gucken, wie das eingestellt ist. Pass auf, es sind bestimmt beide gleich eingestellt. Nur die Farbe verändert sich. Naja. So, Kuppe. Boah, Alter, das ist eine miese Stelle. Also, da bin ich ja voll drauf reingefangen. Eine Kuppe und dann gleich eine Linkskurve. Okay. Runter hier, wenn der kam hat sein. Nicht schlecht, muss ich echt mal sagen. Nicht schlecht. So, ein Rewind haben wir noch und das Schöne ist, wir haben noch einen Sektor vor uns. Ah, wird sogar spannend. Boah. Alter, erstmal die Karre wieder fangen, was ist hier los? So, wir sind Erster, sehr gut. Da haben wir einen kleinen Puffer, das ist gut. Das heißt, wir können an manchen Stellen etwas langsamer fahren. Also, wie schnell war ich, bitte schön, das will ich jetzt sehen. Wie schnell war ich? 130 nur? Und ich krieg die Karre nicht runter, oder was? Alter, guck mal, ich muss auf 50 runter und sie kommt immer noch nicht rum. Wieso? Alter. Boah, was? Jetzt ist irgendwas passiert. Ist der Reifen geplatzt? Nö, alles in Ordnung. Was ist das denn? Jetzt hat der Wagen sich weggedreht. Na toll, ob ich das noch schaffe, da habe ich jedenfalls drei Sekunden verloren, Alter. Und kein Rewind mehr, na toll. Oh! Fahr! Alter, das ist jetzt Katastrophe. Was ist das für ein Quatsch? Was ist das für ein Quatsch, Alter? Ich mache schon Stotterbremsen, ich mache alles. Hier, was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Guck mal, und er setzt mich nicht zurück. Ja, wie komme ich zurück? Setz mich mal zurück, warte, ich muss jetzt runterfahren. Vorhin hat er mich zweimal, obwohl ich noch nicht mal hier diesen komischen Abgrenzer da getroffen habe, zurückgesetzt. Und jetzt lässt er mich da den Berg runterfallen und wir verlieren jetzt wegen dieser Scheiße. Ich hoffe, wir werden Letzter, Alter, dieses Scheißspiel, ehrlich. Was ist los, Milestone? Was ist los, Mann? Mit Ride hast du so viel Gutes gemacht und mit dem Spiel scheißt du rein, Alter. Vielleicht müssen wir ein paar Autos verkaufen. Ich glaube, ich mache das auch. Ich verkaufe ein paar Karren. Und dann machen wir morgen diese Strecke hier nochmal und fahren das mit einer anderen Karre. Der Swift ist scheiße, Alter. Dein Ziel kannst du dir sonst wohin stecken. Wir fahren das morgen definitiv mit einer anderen Knarre. Ich bin mal gespannt, wie viel wir da bekommen. Alter, dass das Rennen jetzt 10 Minuten ging, Alter.
Kann ich ja, 11 da. Leck mich am Arsch, ist mir völlig egal. Machen wir kein Thumbnail von. Alles klar, so, Thumbnail ist gemacht und weiter geht's. Das ist völliger Nonsens, Alter. Völliger Nonsens. Da können wir hier mal den Ladebildschirm auch nochmal ruhig drin lassen. Oh Mann, ey. Warum ist dieser Swift so scheiße, Mann? Das ist eine der geilsten Karren überhaupt. Was ist jetzt los? Noch ein Rennen? Hä? Ich denke, wir fahren nur eins. Was ist das für ein Quatsch? Jetzt gibt er uns ein zweites? Was ist das für ein Quatsch? Tja, dann wäre das wohl eine Doppelfolge, würde ich mal sagen, Leute. So ein Quatsch. Ne, mache ich nicht. Kannst du mich mal an der Nille packen, Junge. So, da sind wir mal raus aus der Karriere, weil das hat wirklich nochmal ein zweites Rennen angefangen. So ein Quatsch, das gleiche nochmal rückwärts. Ja, ich möchte den Wettbewerb verlassen. Leck mich am Arsch, ja. Ey, da werde ich sauer. Okay, dann wissen wir, dass es morgen auf jeden Fall eine Doppelfolge gibt. Das heißt nicht zwei hintereinander, sondern ich muss einfach nur doppelt aufnehmen. Das heißt, ich muss überlegen, wo ich den Cut genau mache. So, wir werden jetzt aber erst einmal... Ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt in die Garage und verkaufen. Und damit wir uns morgen richtig was leisten können. So, meine Wagen. So, wie kann ich denn... Wie kann ich denn verkaufen bei dem Spiel? Ich würde sagen, wir nehmen den Toyota auf jeden Fall, vom Preis her. Ah, 200.000 wäre natürlich geil, aber das ist natürlich eine ganz andere Klasse. Wir werden den hier auf jeden Fall nehmen. Aber wie kann ich denn verkaufen? Ich weiß, dass ich nicht genug Credits habe, aber wie verkaufe ich denn? Das ging doch. Oder verwechsel ich das jetzt mit Ride? Anpassen? Händler? Gehen wir mal bei Händler rein. Vielleicht... Ne, da war ich ja gerade. Wie verkaufe ich? Sag mir nicht, man kann nicht verkaufen. Wenn man ein Auto gekauft hat, ist man gefangen oder was? Echt? Wenn man eine beschissene Karre gekauft hat, ist man mit dieser scheiß Karre gefangen? Oh, nee, Leute. Also, das heißt eins. Ich muss erstmal hier ein bisschen Credits verdienen. Muss ein bisschen rumfahren. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht mache ich hier nochmal Debüt oder sowas. Irgendwas anderes mache ich auf jeden Fall. Und werde mir erstmal 110.000 Credits verdienen. Das heißt, ich muss hier nochmal über ein bisschen mehr als 30.000 Credits verdienen. Ja, und dann sehen wir uns in der morgigen Folge wieder. Und das wird eine Doppelfolge. Also, macht was sinnvoll ist. Ihr seid die Besten. Ich bin euer Icehawk. Ciao.